Ich habe mal wieder ein Video für euch. Und zwar war ich gestern beim Krämer einkaufen und habe dem Trago tolle Sachen gekauft, aber auch mir. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden und fange einfach mal an. Nämlich, der Krämer hatte gestern bei uns in Weiterstadt eine Aktion, worauf es auf reduzierte Artikel 20% gab. Und da wollte ich einfach mal schauen, was sie Schönes haben. Vielleicht ein schönes T-Shirt oder wollte mir die Gamaschen mal angucken, weil beim Trago ist es halt immer schwierig, Gamaschen zu bestellen, die man vorher nicht gesehen hat, weil der relativ dicke Beine hat und dann die Gamaschen immer zu klein sind. Und ich habe, ich keine Ahnung, schon 15 Paar bestellt oder so und die sind immer wieder zu klein gewesen. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr und gehe dann immer direkt gucken, ob sie passen könnten. Und natürlich waren die Gamaschen zu klein. Aber ich habe dem Trago tolle neue Bandagenunterlagen mitgenommen von Showmaster. Die waren gar nicht so teuer. Ich glaube 6,99 € oder 7,99 € ein Paar. Ich hoffe, dass sie passen. Ich habe noch nicht probiert, aber ich hatte bei den Eskadrons habe ich auch die kleinen Bandagenunterlagen. Deswegen hoffe ich, dass sie einigermaßen passen werden, weil ein paar Bandagenunterlagen sind für mich einfach zu wenig. Wenn ich die mal waschen will, dann kann ich nicht bandagieren und dann wasche ich sie ewig nicht und ja. Und dann nehme ich sie gar nicht erst, weil ich sie dann wieder waschen müsste und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt einfach noch mein zweites Paar mitgenommen, damit ich welche zum Wechseln habe. Das heißt, ich habe hier auch insgesamt 2x2 Paar, vorne und hinten. Dann habe ich dem Trago. Ups, da ist gerade. Oh, was runtergefallen, was ich gleich brauche. Die Hufsalbe mitgenommen. Bei uns Hufsalbe im Stall nämlich alle geworden ist. Und ja, dann kann der Trago mal wieder. Haben wir mal wieder im Stall Hufsalbe. Dann habe ich von Showmaster dieses Pinsel-Dingens mitgenommen. Eigentlich ist es ein bisschen ärgerlich, weil jetzt so ein komischer Pinsel hier drin ist. Ich hatte eigentlich erst einen anderen in der Hand. Aber da war oben der Stiel so dünn und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das. Dann kann ich das wenigstens mit einem normalen Malerpinsel ersetzen, weil von denen habe ich ja noch was. Aber jetzt ist der Pinsel natürlich von der Qualität her nicht so gut. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber den werde ich dann halt austauschen mit einem normalen Malerpinsel. Auf jeden Fall wird dieses Pinselteil da nie wegkommen, weil mit so Ankerhäkchen hat halt nicht jeder. Ja, dann habe ich Drago noch Man-Gummis mitgebracht, weil ich reite heute nämlich einen Lehrgang, einen Dressurlehrgang, wo man eine Dressuraufgabe reitet. Also es ist eher so gemacht wie ein Turnier, dass du dann halt die Aufgabe reitest, eine Richterin sieht sich das an, beurteilt das und wiederholt nochmal die ein, zwei Sachen, die nicht so gut sind. Dazu sollen natürlich die Pferde auch eingeflochten sein und deswegen habe ich mir nochmal so Mähnengummis mitgenommen und ja, dann würde ich denke ich reichen die für den Sommer. Da können sich dann, können dann alle was mitnehmen. Und dann habe ich endlich den Striegel mitgenommen, den ich von meiner Freundin zum Geburtstag bekommen habe. Ja, der war jetzt noch mit in der Tüte. Außerdem habe ich mir eine neue Kadette gekauft von Showmaster. Mir ist aufgefallen, dass Kadettchen ganz schön teuer sind. Eine vernünftige Kadettchen, die richtig den Staub rausmacht, nicht zu hart, nicht zu weich ist, die kosten so um die 20 €. Ich finde das völlig übertrieben. Aber ich habe jetzt eine von Showmaster von 14 € und schaue einfach mal, was die, wie die so ist und ob die das hält, was sie mir verspricht. Also ja, mal schauen. Dann habe ich mir noch eine kleine Hufbürste mitgenommen, auch von Showmaster. Fand die so süß. Ich habe zwar die von Arti und auf die von Arti bin ich unheimlich stolz und die sind auch noch da, die bleibt auch noch, die will ich auch nicht weggeben. Aber die nehme ich halt, wenn das wirklich, wenn der Trago wirklich aus dem Schlamm kommt oder so. Aber wenn der halt im Stall gestanden hat und dann nur so ein bisschen sauber zu machen ist, habe ich die mitgenommen, weil die hat auch ein bisschen weichere Bürsten, sodass ich dann die Hufoberfläche nicht beschädige. Die andere Bürste. Dann habe ich mir noch eine Kopfbürste mitgenommen. Die hatte ich bei YouTube-Videos gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die Binibo auch hatte oder noch jemand anders. Jedenfalls die habe ich gesehen bei verschiedenen YouTube-Videos. Und die fand ich eigentlich ganz cool, weil der Trago gerade im Winter so dickes Fell hat und auch am Kopf dickes Fell hat. Und dann kann man natürlich da das dieses bisschen, wenn es mal verklebt ist oder mal voller Matsch ist, kann man das ganz gut wegmachen. Ist auch ganz weich. Finde ich schön. Dann, wo ist aber meine andere Bürste? Eigentlich hatte ich noch eine andere Bürste, jetzt weiß ich aber gar nicht, wo die ist. Ah, da! Dann habe ich mir hier noch die Wonder Brush Showmaster von Showmaster gekauft. Die hatte ich auch, glaube ich, bei Winnie Pooh gesehen.
Spinibo, ja. Hab aber nur die softe genommen, weil mir die harte doch ein bisschen hart ist. Hiermit will ich dann auch versuchen, die Schabracken mal sauber zu machen. Und ja, so ein bisschen die Beine zu putzen oder so, weil die ist halt, die fässt sich halt schön an, aber ist die schon kaputt? Komisch, die bewegt sich so. Merkwürdig. Naja, gut. Auf jeden Fall probiere ich die heute mal aus. Und dann, ja, an Bürsten war es das eigentlich schon. Und dann war ich nochmal bei den Klamotten gucken und habe mal geschaut, was so runtergesetzt ist. Und mir persönlich passen die Steeds-Sachen sehr gut. Also ich habe ein T-Shirt und schon ein Langarm-Shirt von Steeds und die passen mir irgendwie super immer. Und deswegen habe ich mir da auch wieder, ja, ich habe auch wieder ein Steeds-Oberteil mitgenommen, auch so ein Poloshirt, Langarm-Poloshirt, so ein Longsleeve. Hatte auch verschiedene Marken an, hatte auch die Felix Bühler an und auch noch eine andere Marke. Aber irgendwie sah die Steeds dann doch schöner aus. Da habe ich mir für heute zum Lehrgang auch ein schwarzes Steeds-Oberteil mitgenommen und passend dazu eine schwarze Weste. Ja, das sieht zusammen echt schön aus und mir gefällt es auch, mir steht es glaube ich auch ganz gut. Aber das könnt ihr auch gleich selber beurteilen, weil ich werde es ja beim Lehrgang anziehen. Und wenn ich Glück habe, wird der Lehrgang auch gefilmt. Das heißt, ihr seht es ja dann auch an mir und wie das so aussieht. Ja, dann sage ich mal bis später, weil ich flechte jetzt erstmal den Dragon ein. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich in dem nächsten Video wieder so aussehe, weil ich mache das gleich im Anschluss. Also das heißt, ich gehe jetzt in den Stall, nehme euch gleich mit und flechte gleich den Drago ein. Ja, dann bis später. Tschüss.